Advent, Advent, der TÜV ist da. Einen wunderschönen zweiten Advent, meine Damen und Herren. Es ist ein toller Tag heute. Ja, es ist nicht nur der zweite Advent und nicht nur, man sieht schon vielleicht vom Bart her, der Nikolaus ist da. Nein, ich habe mir gedacht, da ich ja so aussehe wie der Nikolaus oder wie man sich ihn vielleicht vorstellt oder auch nicht, keine Ahnung. Ich rede verwirrtes Zeugs, das macht nichts. Dafür verwirre ich euch jetzt noch mehr, denn ich habe tolle Geschenke mitgebracht zum Nikolaus. Ja, und ihr ahnt es bereits schon und vielleicht, weil es auch im Thumbnail des Videos gestanden hat, ihr ahnt es, die Pläne der Volksfräse gehen raus. Und zwar für umsonst. Etc. pp. Es ist soweit. Ja, das Leben hat wieder einen Sinn. Mit dieser Fräse können wir tatsächlich Covid-19 besiegen und auch sonst alles Mögliche regeln. Tja, und das ist eigentlich der Grund, warum ich hier jetzt stehe und euch das erzählen wollte, damit ihr das auch alle mitkriegt. Und denn in der Vergangenheit gab es unglaublich viele Anfragen. Wann geht es denn jetzt endlich los? Kann man das nicht schon bestellen? Ich finde die Daten irgendwo etc. pp. Ja, das lag halt daran, dass sie noch nicht öffentlich waren. Aber jetzt... Jetzt ist es soweit und wir kommen auch gleich mal dazu, worum geht es hier überhaupt und was gibt es und gibt es Sets? Ja, natürlich gibt es Sets. Ich schwenke mal eben kurz rüber zur Volksfräse und in der nächsten sexy Kameraeinstellung können wir uns das dann mal genau angucken. Das ist sie. Eine Fräse, die ein Standardmaß von 500 x 1000 mm Arbeitsbereich hat, 150 mm Bearbeitungsbereich in Z. Die Z-Achse hat eine Kugelumlaufspindel. Alle Linearführungen sind gehärtete Wellenführungen mit Aluminiumunterstützung. Dann haben wir das ganze Ding aus 60 x 60 mm Aluminiumprofil aufgebaut. Es hat überall Schleppketten, es hat induktive Näherungssensoren als Endstops bzw. Referenzschalter. Hier vorne habe ich für mich, also müsst ihr nicht, eine 1,5 kW Spindel verbaut mit einem Frequenzumrichter. Also das ganze Ding basiert auf dem Riemenantrieb der Mostly Printed CNC, nur dass wir hier 15 mm statt 6 mm Riemen verbaut haben. Die sind natürlich irgendwie auch faserverstärkt. Da gibt es überhaupt keine Probleme bisher. Meine Patrons haben jetzt glaube ich schon 20 oder 30 Fräsen fertig und keiner hatte damit irgendwelche großartigen Probleme. Also wirklich nicht. Und alles, was ich jetzt hier sage, ist jetzt hier nicht Todeswerbung ohne Gnade. Nein, ihr müsst das nicht bauen. Also das ist wirklich hier kein Zwang. Ich will hier nicht schön reden so. Wenn ihr nur Stahl bearbeiten wollt zum Beispiel, dann ist das hier nicht eure Fräse. Definitiv nicht. Da braucht ihr was wesentlich massiveres, aber auch teureres. Was diese Fräse kann, das kann man auch in meinen Videos hier und da schon sehen. Diese Fräse kann jegliche Arten von Kunststoff und Holz und auch Aluminium bearbeiten. Ich habe damit sogar schon Stahl gefräst, weil ihr es ja unbedingt wolltet. Und es hat immer funktioniert. Es hat alles funktioniert. Die Toleranzen sind absolut akzeptabel. Ich habe in Holz eine Abweichung von 500stel gehabt, was nichts ist. Das ist ein bisschen mehr als eure Haare. Ne? Also, wie gesagt, das ist auch mit Riemenantrieb möglich und überhaupt kein Problem. Die Fräse läuft mit normalen NEMA 23 Motoren, die es für ein Apfel und ein Ei bei eBay, AliExpress etc. pp. Überall gibt. Also alles an dieser Fräse ist auf günstig gehalten, nicht billig, sondern günstig bei maximaler Größe und Stabilität und Qualität und Geschwindigkeit und auch sonst irgendwas. Ne? Datron hasst diesen Trick. Jedenfalls habe ich es geschafft, diese ganze Fräse hier tatsächlich für ziemlich genau 1000 Euro zu bauen. Ich glaube, es waren 996,47 € oder irgendwie sowas. Scheiß auf die 47 Cent. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Man muss natürlich ganz klar sagen, dass man dann wirklich alles, was in der Liste steht, einzeln, penibel, so günstig wie möglich irgendwo bestellt. Das ist ein bisschen fummelig, aber wer da auf jeden Cent achten möchte oder muss, der kann das so machen und dann seid ihr ziemlich genau bei 1000 Euro. Und das bei einer sehr guten Größe. Ihr werdet definitiv keinen Hersteller finden, der es in dieser Stabilitäts- und Größenklasse für günstiger schafft. Das geht einfach wirklich nicht. Glaubt es mir, wie gesagt, ist keine Werbung. Ich verkauft die hier so nicht irgendwie als Set oder so, aber das gibt es momentan halt einfach nicht, weil, ja, ist so. Dann haben wir uns gedacht, so, jetzt hauen wir mal die Pläne raus. Was ist denn überhaupt bei den Plänen alles mit bei? Tja, erstmal sind hier alle STL-Dateien bei für die Druckteile, denn ein paar Teile haben wir 3D gedruckt hier dran, weil es einfacher ist herzustellen und manche Teile sind halt nicht so unglaublich belastet, dass man da jetzt unbedingt Alu nehmen müsste. Da haben wir dann 3D-Druckteile genommen. Hauptsächlich kleine Halterung für Endschalter, für den Motor, so Abdeckungen und all so ein Kleinkrams, das haben wir gemacht.
Die gibt es auf jeden Fall da, die STL-Dateien. Dann gibt es alle DXF-Dateien zum Herstellen der Frästeile, wenn man das dann selber machen möchte. Dann gibt es eine komplette Cut-Zeichnung, also eine Step-Datei, wo diese gesamte Fräse als Cut-Zeichnung ist. Also man kann da auch Sachen einblenden, ausblenden, alles ist beschrieben. Guckt euch das mal an, das könnt ihr in Fusion oder einem Zeichenprogramm eurer Wahl öffnen. Tipptopp, wirklich gut gemacht. Und an dieser Stelle ein riesen Dankeschön an Herbert, der diese Zeichnung gemacht hat. Es ist nicht so, dass ich das nicht alles irgendwie auch mal selber könnte oder so oder faul bin oder sonst irgendwas. Nein, aber der Mann ist ein wahrer Zauberer, was das angeht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Guckt euch mal die Zeichnung an. Also, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich, tausend Dank, Herbert. Das ist auf jeden Fall echt der Hammer. Klasse. So, dann gibt es natürlich noch PDF-Dateien, wo die einzelnen Bauabschnitte hier so abgebildet sind. Zum Beispiel Z-Achse, Portal, Rahmen und so weiter und so fort. Da ist eine kleine Legende unten drunter und da steht dann auch drin, was ihr für diesen Bauabschnitt so an Teilen braucht. Apropos Teile, natürlich gibt es auch eine komplette, über mehrere DIN A4 Seiten gehende Einkaufsliste mit Links, wo man das finden kann, beziehungsweise diese Links in der Einkaufsliste, Leute, das sind nur Beispiele. Ihr müsst das da nicht kaufen. Ne? Also das sind nur Beispiele, damit ihr sehen könnt, worum es da überhaupt geht. Ihr könnt das natürlich alles da kaufen, wenn ihr wollt, ist aber keine Pflicht. Denn jetzt kommen wir zu dem, was viele sehr interessiert hat. Wird es Sets geben für die Volksfräse? Ja, natürlich wird es Sets geben für die Volksfräse. Es gibt auch schon welche. Jaster CNC-Technik zum Beispiel bietet Sets an für die Kreuzplatte, die Z-Platte, die Motorhalterung und die Portalwangen. In fertig gefräst, entgratet, mit allen Löchern und Gewinden schon komplett drin, bietet der als Komplettset an. Der hat sogar einen extra kleinen Shop auf seiner Seite eingerichtet. Die werden auf einer professionellen Industrie-CNC-Fräse gefertigt. Wirklich schöne Qualität aus gegossenen, feinst gefrästen Aluminium. Tipp, top. Also das Geld lohnt sich, glaubt es mir. Das ist schon wirklich gut. Und natürlich tatsächlich made in Germany. Mhm. War mir übrigens bei allen Teile- und Sets-Herstellern recht wichtig, die Sets anbieten. Das sollte dann schon made in Germany sein, weil Corona, schwere Zeiten etc. pp. Das soll schon alles bei uns bleiben. Ne? Brauchen Sie ja nicht hinterher über die Chinesen beschweren oder dass irgendwelche Geschäfte bankrott gehen und kaufen halt nur im Ausland. So, sollte hier schon made in Germany sein. Genug der Politik. ABS Maschinenschutz bietet ein komplettes Schraubenset für dieses Ding an. Also alle kleinen Schrauben, die hier dran sind, nicht die Nutensteine. Die Nutensteine kann man sich selber kaufen. Das sind einfach, die gibt es eh in 100er Packs. Also das sind 6er und 5er. So, also die kann man sich auch so kaufen. Alle Schrauben hierfür gibt es bei ABS Maschinenschutz als Set. Dann bietet Kamp und Kötter ein komplettes Set an mit allen Linearführungen inklusive Wagen, der Kugelumlaufspindeln und der benötigten Lagerböcke. Also das ist auch alles safe. Dann zum Beispiel CNC-Discount bietet die Linearführungen an. Von MyAlu-Profil habe ich meine ganzen Aluminium-Profile her, diese schwarz eloxierten wunderschönen Dinger. Müssen nicht schwarz eloxiert sein, das war halt, weil ich das halt gerne möchte. Ich mag nämlich diese Farbkombination schwarz-orange sehr gerne. Die könnt ihr euch da holen, aber das ist ja auch keine Pflicht. Das mit dem Set da ist eine schwierige Sache. Es gibt momentan da noch kein Set, denn jeder baut das irgendwie in einer anderen Größe. Da die Größe ja absolut variabel ist, man muss halt einfach nur, man kann ja in Zentimetern Schritten diese und diese Achse komplett so groß bauen, wie man das möchte oder so klein. Deshalb haben wir da jetzt kein festes Set. Ich muss auch noch mal mit den Jungs sprechen, vielleicht machen sie es trotzdem, wenn... Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob euch das irgendwie wichtig ist oder ob ihr sagt, nö, ich will die eh in einer anderen Größe bauen. Denn alle Sets, die angeboten werden, sind für eine Größe von 500 x 1000 mm gedacht. Also das ist der reine Arbeitsbereich. 500 x 1000 mm, da könnt ihr euch einfach diese Sets kaufen, fertig. Dann passt das einfach alles so. Wenn ihr größer bauen wollt, braucht ihr längere Führungen, längere Profile und längere Riemen. Alles andere bleibt gleich. Also die Aluminiumprofile zum Beispiel, die 3D-Druckteile, das bleibt halt gleich. Aber seid euch darüber im Klaren, wenn ihr größer bauen wollt, müsst ihr natürlich längere Profile und Führungen haben und Riemen. Ist klar. Der Hendrik bietet alle 3D-Druckteile an. Komplett. Könnt ihr euch wahrscheinlich sogar eine Farbe aussuchen, je nachdem wie der Lagerbestand beim Hendrik gerade ist. Da sind dann auch schon diese kleinen Einnietmuttern drin, die man braucht. Denn viele von den 3D-Druckteilen haben kleine Muttern, die werden da reingeschmolzen und das hält dann ganz hervorragend. Macht euch da keine Sorgen, das hält wirklich. Fassen wir es zusammen. Frästeile-Set gibt es bei Jaster CNC-Technik. Schraubenset gibt es bei ABS Maschinenschutz. Linearführungen und Kugelumlaufspindeln gibt es bei Kamp und Kötter.
Die ganzen Platten als Rohmaterial zum selber Fräsen und Bohren gibt es bei aluverkauf.de. Es gibt die ganzen Profile, gibt es zum Beispiel bei MyAlu-Profil. Und die ganzen Führungen gibt es natürlich auch bei CNC-Discount. So, da habe ich meine ganzen Teile zum Beispiel her. Ja, gibt es sonst noch irgendwas als Set? Keine Ahnung. Auf meiner Website ist, wie gesagt, alles nochmal beschrieben. Alle Links zu diesen Herstellern, zu den Sets, zu wo ich meine Sachen bekommen habe, das ist alles auf meiner Website. Die Links in der Einkaufsliste, die ihr euch runterladen könnt, wie gesagt, das sind nur Beispiele, damit ihr wisst, worum es geht. Ihr müsst das nicht da kaufen. Ihr könnt es im Endeffekt alles kaufen, wo ihr wollt. Das und diese Sets ist einfach nur, um es euch leichter zu machen. Ist halt einfach so. Wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr nicht mehr weiter wisst oder so, dann eine Bitte von mir, tauscht euch aus. Wir sind doch mittlerweile alle komplett vernetzt. Ich habe eine Facebook-Gruppe mit über 10.000 Mitgliedern. Die werden jetzt auch definitiv ab diesem Video alle anfangen zu bauen. Das weiß ich jetzt schon. Also die sind alle heiß. Vernetzt euch, wenn ihr Probleme habt. Fragt euch gegenseitig, helft euch gegenseitig, seid nett zueinander. Und ich weiß, die Leute, die Erfahrung haben und es vielleicht schon gebaut haben, werden irgendwann auch mal ein bisschen genervt sein, wenn die 10. Frage am Tag kommt, welche Spindel soll ich nehmen. Aber seid lieb zueinander. Wir schaffen das alles und auch ihr werdet das schaffen. Das ist alles hier kein Hexenwerk. Ne? Dann, weil es ist ja auch so, dass ich halt jeden Tag irgendwie 20 E-Mails bekomme und ich soll jedem helfen, hier die Fräse zu bauen. Das würde ich gerne tun, aber ich werde nicht mehr her der Lage da, was das angeht. Ich kriege zu viel Fragen und Nachrichten. Ich schaffe es einfach nicht mehr, darauf zu antworten. Das ist wirklich so. Ich bin ganz normal berufstätig. Ich habe eine Familie. Seid mir da wirklich nicht böse. Ich gebe mir Mühe, aber er war stets bemüht. Ja, dann wird es natürlich hier drauf auch ein paar Upgrades geben. Viele Leute wollen das ja auf Kugelumlaufspindeln umbauen. Also ihr könnt das so bauen und dann, wenn ihr irgendwann sagt, ich will Kugelumlaufspindeln, könnt ihr die Motoren und den ganzen Rahmen hier alles so lassen, Z-Achse auch. Und dann wollen wir uns mal ein paar Teile überlegen, die man hier einfach dran machen kann, dass man das umschraubt und dann kann man das auf Kugelumlaufspindeln umbauen. Also das wird es geben, aber, und jetzt nochmal, es gibt keinen Termin dafür jetzt oder so. Das wird irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, wird das kommen. Baut mal erst die hier. Also, wie gesagt, das wird hier jetzt nicht nochmal 500 Euro oder 1000 Euro kosten, um das umzubauen. Also wir versuchen das so günstig und so einfach wie möglich zu halten, wie mit dieser hier. Alles cool. Übrigens, dieser Schaltschrank ist übrigens auch bei den Dateien mit dabei. Das ist eine komplette Cut-Zeichnung über einen 3D-gedruckten Schaltschrank mit Hutschienenmontage und Plexiglasplatten außen als Seitenteile. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Es ist wirklich nur die Cut-Zeichnung von dem kompletten Schrank. Da sind auch schon Komponenten reingezeichnet. Es gibt aber keine komplette Liste dafür. Warum? Ja, jeder baut seinen Schaltschrank irgendwie anders. Jeder hat noch ein paar Sachen rumliegen. Jeder hat andere Endstufen, andere Steuerungen, andere Motoren, andere Kabel, Schalter. Also jeder hat da mittlerweile irgendwo was anderes gebaut. Es gibt da keine Norm für. Baut da rein, was ihr wollt. Und ihr müsst natürlich nicht diesen Schaltschrank nehmen. Nur auf eigene Gefahr, wer das möchte. Das ist Kunststoff. Das heißt, also im optimalen Fall solltet ihr euch lieber einen Metallschaltschrank holen und den vernünftig ausstatten. Geht mal bei Estelcam auf die Seite oder zum Beispiel zu Sorotec oder so. Da gibt es auch schon fertige Lösungen. Ne? Also wenn ihr euch das nicht zutraut, nicht selber machen. Ich bin auch kein Elektriker, ich habe es zwar geschafft, aber ich möchte da auch wirklich nicht unbedingt jetzt Videos drüber machen, wie man hier mit 230 Volt oder so hantiert oder sowas. Da komme ich in Teufelsküche, seid mir da bitte nicht böse, aber das kann ich einfach nicht tun. Also ich kann nicht hier einfach irgendwas zeigen, was dann irgendwer nachmacht und der bringt sich dann um. Das will ich einfach nicht, ich will das nicht verantworten müssen. Ne? Deshalb, aber auch da wird es, wenn es einen vernünftigen Schaltplan gibt, den alle Leute verstehen, der auch wirklich ausgereift ist, von einem Elektriker überprüft, werde ich das natürlich nachträglich auf meiner Website updaten. Genauso wie, wenn es Upgrades hierfür gibt, werde ich das updaten und werde euch natürlich in einem Video darüber informieren. Also bitte jetzt nicht 20 E-Mails schreiben, wann ist denn jetzt der Termin von der Kugelumlaufspindelversion? Nein, darauf antworte ich jetzt nicht mehr. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, wie gesagt, PDFs, DXF, STL, Cut-Zeichnungen sind online ab jetzt, können für gratis runtergeladen werden. Und übrigens, keinen gewerblichen Vertrieb dieser Teile, Freunde. Das ist eine Open-Source-Geschichte. Das ist eine Fräse, die ist für euch und für mich, für die Community und für mich, für alle Leute, die Bock haben, eine günstige, gute Fräse zu bauen. Dafür ist diese Fräse. Ich habe diese Fräse hier mir nicht ausgedacht, damit ich morgen schon auf eBay irgendwelche Teile finde, die da angeboten werden.
Da habe ich keinen Bock drauf und das darf man auch einfach nicht. So, Punkt. Wenn ihr euch, euch gegenseitig helft, wenn, was weiß ich, ihr für euren Nachbarn Teile fräst, weil der keine Fräse hat, das geht mich nichts an. Das ist mir egal. Aber ich will hiermit nicht irgendwie Schwarzarbeit vorantreiben und ich habe auch keinen Bock, dass da Leute auf eBay 5-mal hintereinander dieselbe Fräse gebraucht verkaufen. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Und glaubt mir, ich sehe das. Der Onkel sieht alles. Ich habe nämlich eine Brille auf. Wie gesagt, seid fair. Gönnt den Unternehmen, die mit mir zusammenarbeiten, ruhig den Euro. Das sind alles Firmen hier in Deutschland, das sind alles kleine Firmen. Lasst die das mal machen. Bitte fangt jetzt nicht an, hier wie wild wegen irgendeinem Mark 50 Gewinnerteile zu verkaufen und diesen ganzen Schrott. Es ist, nee, das will ich nicht und das ist halt scheiße. So, wie gesagt, baut es euch selber oder helft euch gegenseitig, macht das gerne. Auch wenn ihr eine gebrauchte Maschine, natürlich dürft ihr das Ding dann verkaufen oder so. Aber wie gesagt, keinen gewerblichen Vertrieb dieser Teile, zumindest nicht ohne meine Absprache. Denn alle Händler, die hier Teile für gebaut haben, diese Teile habe ich alle in der Hand gehabt, ich habe sie gesehen, wir haben sie überprüft und wir wissen, dass sie gut sind. Und die haben dann auch alle das Onkel Phil Approved Logo im Produktbild oder auf deren Website. Daran erkennt ihr, dass die mit mir safe sind, dass das vernünftig ist. Das ist quasi so ein, ja, fast schon so ein Qualitätssiegel, ne? Oh Gott, und das von mir. Wie weit ist es bloß in diesem Land gekommen? So, das war jetzt auch genug Gesetzestext hier, oder? Finde ich auch, ja. Und deshalb denke ich mal, geht mal auf meine Website, ladet euch den Krams runter, schaut euch das mal genau durch, ob ihr damit klarkommt. Natürlich werdet ihr damit klarkommen, das ist alles genial. Und dann baut euch die Volksfräse und lasst uns alle zusammen nochmal auf dieser Plattform, auf dieser Basis, was noch Geileres entwickeln. Ich schätze mal, das werden wir schaffen. Ja, und dann gehört die Weltherrschaft einfach uns. So, so einfach ist das. Ich werde Bundeskanzler, die Jungs von der Sendung mit der Maus kriegen Bundesverdienstkreuz und vielleicht können wir uns dann auch irgendwann bei Truppe mal den Kreisschneider kaufen. So. Schlussendlich möchte ich mich übrigens auch noch bei ein paar Leuten bedanken, die hier bei den ganzen Teilesets und bei der Konstruktion mit beteiligt waren. Ohne die und ohne euch bei Patreon hätte ich das alles nicht so geschissen bekommen, denn das war viel mehr Bimbamborium, als ich es mir jemals erträumt hätte. Denn wie gesagt, ich bin normal berufstätig, ich habe eine Familie, das ist für mich alles Hobby. Das ist Wahnsinn, wie viel Arbeit da für mich und für viele andere rumgekommen ist. Also das war wirklich eine Meisterleistung von allen. Besonderen Dank an Herbert, an Sascha, an Hendrik, Bruno, an Stefan und natürlich, wie gesagt, an alle Jungs bei Patreon. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das definitiv nicht so gelaufen. Und in dem Sinne würde ich sagen, einen recht schönen Nikolaus noch, ne? Und hier, abschalten und so. Ja, und natürlich vorher die Daten auch noch runterladen, ne? Ja, und Outtakes dürft ihr auch gucken. Aber jetzt hier, abschalten. Die Volksfräse. Was ist die Volksfräse? Ich mal 60 mm Aluminiumprofil in diesem Schwall. Diese Fräse ist aus komplett. Noch ein Set für. Weiß ich gar nicht mehr. Was war das denn? 16er unterstützten Wellen. Linearführungen. Machen wir mal. In einer Gruppe von insgesamt 4 Leuten. Ich mache mal einen Kompressor aus. Ja, hier, Datron hasst diesen Trick. Boah, Junge, ey. Bietet diese Platten in Roh an. So, das machen wir nochmal, das verstehe ich selber nicht. So. Keine Ahnung, was wollte ich noch sagen? Denn, wie der Onkel so ist und ja, wie wir uns dazu entschlossen haben, Bullshit. Das ist sie, die Volksfräse. In dieser Kameraeinstellung auf Death werde ich euch mal erzählen, was jetzt hier Phase ist und wie ihr mit den Plänen umgehen könnt, etc. pp. Ja. So, das ist sie, die Volksfräse. Von Superingenieuren.